Herzlich willkommen zum Start ins Wochenende hier bei Allgäu TV. Ich begrüße Sie zu den Nachrichten. Heute haben wir diese Themen. Hochkarätige Gäste in Memmingen, Ilse Aigner und Alfons Hörmann bei Unsere Köpfe 2015. Nachwuchstalente aus dem Allgäu, zwei 20-Jährige bei der Judo-WM in Abu Dhabi und aufeinander zur GAU. Otto Beurer eröffnen einen ganz besonderen Second-Hand-Laden. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Nur noch etwa 3 Wochen, dann schreiben wir 2016. In Memmingen gehört seit vielen Jahren die Veranstaltung Unsere Köpfe fest zum ausklingenden Jahr. Große Namen waren schon zu Gast, unter anderem der ehemalige Finanzminister Dr. Theo Weigel, der Kabarettist Wolfgang Krebs und die beiden Profifußballer Jörg Butt und Kevin Volland. Dieses Jahr haben sich Ilse Aigner und der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes Alfons Hörmann die Ehre gegeben. Hoher Besuch in Memmingen. Die stellvertretende Ministerpräsidentin und bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ist zu Unsere Köpfe 2015 gekommen. Für Erheiterung werden an diesem Abend Perry Paul und seine Mauskatze Amadeus sorgen. Eröffnet wird der Abend jedoch mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann. Es waren viele und vor allem nicht so erfreuliche Schlagzeilen, die es 2015 im Sport gab. Systematisches Doping in Russland, ein nicht endender FIFA-Korruptionsskandal und das Nein zu Olympia in Hamburg. Hörmann stellt all diese Ereignisse in Verbindung. Es ist natürlich immer schwer, im Einzelnen zuzuordnen, welcher Einfluss national, international oder regional zur Beeinflussung von Wählerstimmen führt. Aber wer die Schlagzeilen aus der Leichtathletik, aus der FIFA, dem Fußballweltverband, über die letzten Wochen und Monate vernommen hat, der weiß, und das ist uns in vielen Gesprächen in und um Hamburg bestätigt worden, dass eben mancher Bürger schlichtweg verunsichert war oder ist, ob unter dem Aspekt ein Ereignis wie Olympische Spiele Sinn macht. Nun steht im Raum, das Vorgehen zur Auswahl der Spielstätten für die Olympischen Spiele umzukehren. Anstatt mit großen Plänen voranzupreschen, die dann von einem Bürgerentscheid gekippt werden, könnte in Zukunft die Bürgerbeteiligung am Anfang stehen. Dass der nordischen Ski-WM in Oberstdorf ein ähnliches Schicksal droht, falls es mit der Bewerbung klappt, hält Hörmann für ausgeschlossen. In Oberstdorf gibt es ja längst klare Beschlusslagen, auch durch den Gemeinderat, und die gesamte Bevölkerung zumindest steht mit klarer Mehrheit dahinter, also keinerlei Sorge, dass solche Fragen kommen. Und die Chancen auf internationaler Ebene schätzen wir gut ein, aber es wird einmal mehr ein hartes Rennen. Planica aus Slowenien ist zum 4. Mal dabei und mit Trondheim aus Norwegen haben wir einen weiteren starken Wettbewerber, aber wir werden alles dafür tun, dass es dieses Mal klappt. Nach der letzten nordischen Ski-WM 2005 haben die Sportanlagen in Oberstdorf einen Investitionsstau, erklärt Hörmann im Gespräch mit Moderator Helmut Kustermann. Da käme eine erfolgreiche Bewerbung gerade recht. Vor der Pause tritt der Bauchredner Perry Paul mit seiner Mauskatze Amadeus auf. 3 Jahre hat er am Charakter und der Sprache der Puppe gearbeitet. Jetzt sorgen sie für Gelächter. Die Stimme kommt aus deinem Bauch. Genau so ist es. Oh. Entspann dich, sei ganz locker. Bleib ruhig, Junge, Hilfe ist unterwegs. Es ist wirklich so, wie ich sage. Nein, das heißt also, du sagst, wenn ich rede, sagst du das, was ich rede, obwohl du den Mund hältst, wenn ich rede. Ja. Jetzt hab ich's kapiert. Und dann kam Ilse Aigner, die stellvertretende Ministerpräsidentin und bayerische Wirtschaftsministerin, auf die Bühne. Erst am Morgen ist sie aus Moskau zurückgekommen und hat extra für Unsere Köpfe 2015 eine TV-Aufzeichnung von NTV abgesagt. Zur Sprache kam unter anderem ihre Zeit in Berlin als Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Es sei nicht immer einfach gewesen. Vor allem die komplizierten Verhandlungen in Brüssel waren sehr anstrengend, so Aigner. Dieses Jahr ist sie vor allem auf die wirtschaftliche Lage des Freistaats stolz. Ja gut, wir haben natürlich hier eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung in Bayern, Gott sei Dank nach wie vor. Und das freut uns sehr und da tun wir auch einiges dafür, dass es in der Zukunft noch so bleibt. Stichwort Digitalisierung ist da eine der Zukunftsaufgaben, der Zukunftschancen, aber auch der Herausforderungen. Ein anderes Zukunftsthema ist die Landtagswahl 2018 in Bayern und die Frage nach dem neuen Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin. Dazu wollte sich Aigner nicht äußern.
es solle die Person werden, die die Wahl gewinnen kann. Der Eindruck bleibt, dass sie schon eine konkrete Idee hat, wer das sein könnte. 135.000 Euro muss ein unseriöser Guru aus der Schweiz an ein Ehepaar aus Bad Wörishofen zurückzahlen. Das hat jetzt das Oberlandesgericht München entschieden. Damit wurde ein bereits vom Landgericht Kempten gefälltes Urteil bestätigt. 6 Jahre lang hatte das Ehepaar dem Schweizer ein Zehntel seines Bruttoeinkommens bezahlt und geglaubt, das Geld käme der Menschheit zugute und bringe sie so auf ihrem spirituellen Weg weiter. Der Guru hatte das Geld aber all die Jahre lediglich sich selbst zugutekommen lassen. Das Oberlandesgericht spricht von Betrug und der Guru muss das Geld zurückzahlen. Weitere Meldungen aus dem Allgäu gibt es gleich in unseren Kurznachrichten. Als eine der ältesten Privatbanken in Deutschland fühlen wir uns unserer Familientradition verpflichtet. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Werten unserer Kunden ist für uns selbstverständlich. Wir nehmen uns umfassend Zeit für Sie und begleiten Sie in jeder Lebenssituation als verlässlicher Partner. Das gesprochene Wort zählt bei uns. Darauf können Sie sich verlassen. Schließlich ist Kundenzufriedenheit für uns ein persönliches Anliegen. Gabler Salita Bank. So privat wie das Leben. Unvergessliche Live-Erlebnisse im wunderschönen Theater in Kempten. Erfrischende Eigenproduktionen, die hier eigens für das Allgäuer Publikum entstehen. Sowie Schauspiel, Komödie, Tanzkonzert und natürlich Kinder- und Jugendtheater. Da ist für jeden was dabei. Sind anders als ihr denkt. Auf zum Kemptner Weihnachtsmarkt. Rund um das mit tausenden Lichtern geschmückte Rathaus erwarten euch 60 weihnachtliche Hütten mit originellen Geschenkideen, Deko und kulinarischen Köstlichkeiten. Und in der Kinderhütte findet jeden Nachmittag ein tolles Kinderprogramm für die Kleinsten statt. Der Kemptner Weihnachtsmarkt. Täglich von 12 bis 21 Uhr. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Eishockey-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 13. Dezember trifft der ESVK auf die Dresdner Eislöwen. Bulli ist um 17 Uhr an der Sparkassenarena in Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und das sind die Meldungen vom 11. Dezember. Die Polizei Kaufbeuren ermittelt derzeit gegen 2 Autofahrer. Die beiden jungen Männer sollen sich am vergangenen Samstagabend ein illegales Rennen geliefert haben. Ein anderer Autofahrer hat Anzeige erstattet und beschuldigt die beiden, mit überhöhter Geschwindigkeit in der Stadt unterwegs gewesen zu sein. Sie sollen zudem mehrere Autofahrer gefährdet haben, indem sie unter anderem auf der Gegenfahrbahn fuhren. Die Polizei sucht in diesem Fall nach Zeugen, denen an dem entsprechenden Abend 2 Sportlimousinen aufgefallen sind. Der Bund wird die Beseitigung der Altlasten am Allgäu Airport nicht übernehmen. Das hat das Bundesfinanzministerium jetzt der grünen Bundestagsabgeordneten Ekin Delingösch mitgeteilt. Die Verträge zwischen Bund und Allgäu Airport würden die Haftung für jegliche Sachmängel ausschließen, so das Ministerium. Auch, dass der Bund die Beseitigung von Altlasten übernehme, sei ausdrücklich ausgeschlossen. Zuletzt hatte es immer wieder verschiedene Aussagen zur Altlastenentsorgung auf den Flughafengrundstücken gegeben. Wie berichtet, beabsichtigen die umliegenden Landkreise und Städte, Flughafenareale für Gewerbeflächen zu kaufen, um dem Klamm Flughafen damit finanziell unter die Arme zu greifen. Die Entsorgung der Altlasten wollen sie aber nicht übernehmen. Unter anderem befinden sich noch giftige Stoffe aus dem Löschwasser der militärischen Flughafenfeuerwehr im Boden. Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, ist am Wochenende ein Mann in Ronsberg auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der 71-Jährige stürzte unglücklich auf einen Stein und zog sich tödliche Kopfverletzungen zu.
Ein Autofahrer entdeckte den leblosen Körper des Mannes am Sonntag in einem Bushäuschen. Offenbar war der wohnsitzlose 71-Jährige mit seinem Fahrrad in Runsberg unterwegs. Ob er fuhr oder das Rad schob, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Der Mann stürzte und fiel mit dem Kopf auf einen Stein. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei nach dem derzeitigen Ermittlungsstand aus. In der vergangenen Nacht ist ein 22-Jähriger in Kraftisried überfallen worden. Der Ostallgäuer war zu Fuß auf dem Heimweg, als er von dem Täter auf Englisch angesprochen wurde. Das Opfer drehte sich zu dem Unbekannten, der ihm plötzlich ein Messer vor das Gesicht hielt und mehrmals Geld forderte. Der junge Mann wehrte sich gegen den Überfall und schlug den Täter. Der Unbekannte ließ daraufhin das Messer fallen und stürzte. Der 22-Jährige konnte flüchten und die Polizei verständigen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und die Ermittlungen des Fachkommissariats aus Kempten verliefen bislang aber erfolglos. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich zu melden. Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Er trägt kurze, schwarze Haare und einen Vollbart. Die Finanzierung für die Elektrifizierung der Südbahn steht. Bundesverkehrsminister Dobrindt hat jetzt einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Bund und Land wollen sich die Kosten von 255 Millionen Euro teilen. Nächste Woche will auch das Land Baden-Württemberg den Finanzierungsvertrag unterzeichnen. Die Südbahn fährt von Ulm über Biberach und Friedrichshafen bis nach Lindau. Derzeit fahren dort nur diese Züge. Experten gehen davon aus, dass die Lokomotiven im Jahr 2021 unter Strom fahren können. Als Großfamilie nur einen symbolischen Euro Miete zahlen. Diese Idee verfolgen die Immler-Brüder schon lange. Nur in ihrer Heimatstadt Isny durften sie das Projekt bislang noch nicht verwirklichen. Mit ihrer Großfamilienstiftung bekamen sie vor einigen Jahren zumindest in Isny eine Absage. Zwischenzeitlich verwirklichten sie das Projekt woanders, unter anderem in Durach. Voraussetzung für die Miete von einem Euro ist, dass eine Familie mehr als drei Kinder hat und mit eigenen oder Leihgroßeltern einzieht. Jetzt wollen die Immler-Brüder auch in Isny einen neuen Anlauf starten. Geplant sind 30 Großfamilienhäuser. Die Flüchtlinge werden vermutlich etwas später in das ehemalige Möbelhaus in Bad Wörishofen einziehen als ursprünglich geplant. Die Regierung von Schwaben hat jetzt den 21. Dezember als möglichen Einzugstermin genannt. Wie viele Flüchtlinge dann in die neue Erstaufnahmeeinrichtung einziehen werden, ist aber noch nicht klar. Die Baugenehmigung und auch die Brandschutzeinrichtungen würden aber nur für maximal 400 Menschen gelten, so die Regierung. Daher würden es definitiv nicht mehr Menschen. Derzeit wird das ehemalige Möbelhaus noch umgebaut. Einen Neubau für Flüchtlinge wird es in Bad Wörishofen nicht geben. Das hat der Bauausschuss der Kurstadt jetzt entschieden. Eigentlich waren am Wiesenweg drei neue Gebäude geplant. Dieser Planung erteilten die Räte jetzt aber eine Absage. Man habe an der Stelle auch schon zwei Wohnhäuser abgelehnt, so die Begründung. Außerdem müsse sonst extra der Bebauungsplan geändert werden. In Mindelheim sollen bis zu 450 weitere Flüchtlinge untergebracht werden. Die Regierung von Schwaben plant im ehemaligen Riebel-Bürokomplex eine Gemeinschaftsunterkunft für 250 bis 350 Menschen. Die bestehende Unterkunft in der Allgäuerstraße soll um 100 zusätzliche Plätze ausgebaut werden. In beiden Einrichtungen werden die Asylsuchenden so lange bleiben, bis ihr Verfahren abgeschlossen ist. Am Montag wird sich der Stadtrat mit der Angelegenheit befassen. Bürgermeister Stefan Winter zeigte grundsätzlich Bereitschaft, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Die Zahl sei allerdings zu hoch. Oberstaufen regelt die Erhebung der Zweitwohnsteuer neu. Die Gemeinde reagiert damit auf Gerichtsurteile zum Thema, die Regelungen anderer Kommunen teilweise gekippt hatten. Das neue Modell sieht eine Stufenlösung vor. Demnach wird die Zweitwohnsteuer künftig nach der sogenannten Rohmiete berechnet, der Kaltmiete zuzüglich bestimmter Betriebskosten. Der Steuersatz liegt bei 10%. Glimpflich ausgegangen ist gestern Nachmittag ein Unfall auf der A7. Eine 75-Jährige bemerkte zu spät, dass sie eigentlich an der Anschlussstelle Bergheim abfahren wollte. Etwa 250 Meter vor der Ausfahrt wechselte sie daher auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei offenbar einen Sattelzug. Das Heck ihres Autos touchierte den LKW, dadurch wurde das Fahrzeug zunächst quer vor den Sattelzug gedrückt und einige Meter mitgeschleift, bevor es gegen die rechte Seite des LKWs schleuderte und schließlich zum Stehen kam. Sowohl die 75-Jährige als auch der LKW-Fahrer blieben unverletzt. An dem Auto entstand Totalschaden.
Wie auch in den vergangenen Jahren fährt am Wochenende wieder der Weihnachtsmärchenzug durch das Allgäu. Am Sonntag um 13 Uhr startet der Zug von Kempten aus zum Frontner Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmann und seine zwei Engel verteilen kleine Geschenke. Es kann im Zug gesungen, gemalt oder vorgelesen werden. Für den Märchenzug ist keine Anmeldung nötig. Zum Eishockey. Der sportliche Leiter und Übergangstrainer des Oberligisten ERC Sonthofen ist mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern zurückgetreten. Das teilt der Verein heute mit. Bei den nächsten beiden Spielen an diesem Wochenende in Bad Tölz und gegen Klostersee wird Gerd Wittmann an der Bande stehen. Wie es danach weitergehen wird, will der Verein nächste Woche bekannt geben. Wittmann ist 70 Jahre alt, trainierte zuletzt die Heilbronner Falken in der zweiten Bundesliga, stammt aus Sonthofen und war auch schon an anderer Stelle im Verein aktiv. Soweit die Meldungen vom 11. Dezember und jetzt das Wetter. In der heutigen Nacht bleibt es im gesamten Allgäu überwiegend bedeckt. Nur ab und an sind die Sterne zu sehen bei 2 bis 5 Grad. Am morgigen Vormittag bleibt die Wolkendecke aus der Nacht bestehen. Nur vereinzelt können sich Sonnenstrahlen durch die Wolken kämpfen. Die Werte liegen bei 5 bis 7 Grad. Im Laufe des Tages verändert sich das Wetter kaum. Das Quecksilber klettert auf 7 bis 8 Grad. Auch auf den Allgäuer Skipisten wird das Wetter wechselhaft. Die Temperaturen bewegen sich hier im Vergleich zu den letzten Tagen bei angenehmen 4 Grad in Jungholz und 8 Grad in Bolsterlang. Zum Ende des Wochenendes ziehen die Wolken weiter und der Himmel klart ein wenig auf. Am Anfang der neuen Woche bleibt das Wetter ähnlich wie am Sonntag. Der Höchstwert liegt dann bei 6 Grad. Am Dienstag kommen die Wolken zurück. Die Sonne wird nur noch selten zu sehen sein. Die Allgäuer sind ein sportliches Volk. Das sieht man besonders auch im Winter an den vielen Siegen, die jedes Jahr von Allgäuern bei Wettkämpfen geholt werden. Die Rede ist zum Beispiel von Johannes Ritzek, Katharina Althaus und Hanna Kolb. Aber auch jenseits des Wintersports können sich die Allgäuer Sportler sehen lassen. Zum Beispiel bei der diesjährigen Judo-Weltmeisterschaft. Wir haben zwei besondere junge Judo-Talente aus dem Allgäu beim Training begleitet. Judo. Übersetzt aus dem Japanischen heißt es der sanfte Weg. Ist man einmal bei einem Training dabei, sieht es nicht mehr ganz so sanft aus. Und doch lernen Judoka, die Menschen, die Judo praktizieren, von klein auf Respekt und Verantwortung ihrem Gegner gegenüber. Eine Lehre, nach der Lisa Dollinger und David Kahle schon mehr als ihr halbes Leben lang trainieren. Lisa hat im Alter von 4 Jahren angefangen. Sie misst gern ihre Fähigkeiten in den Kämpfen, auch wenn es dabei zu Verletzungen kommen kann. So wie in ihrem letzten Wettkampf, bei dem sie sich den kleinen Finger brach. Es ist halt einfach eine Kampfsportart und das heißt immer, dass man gegen jemanden kämpft und dass man sich misst. Und man will halt der Beste sein. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man seinen Gegner nicht mag, sondern einfach, dass man zeigen will, dass man praktisch die Nummer 1 ist. David trainiert, seitdem er 6 ist. Seitdem haben er und Lisa es weit gebracht. Dieses Jahr haben die beiden an der Judo-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi teilgenommen. Lisa sogar so erfolgreich, dass sie gleich 2 Bronzemedaillen nach Hause brachte. Auch wenn David dieses Jahr leer ausging, war die Meisterschaft ein beeindruckendes Erlebnis. Also mit Leuten aus aller Welt zu kämpfen, habe ich natürlich schon oft gemacht, bei so Europacups sozusagen. Aber ich sag mal, in Abu Dhabi war es wirklich sehr schön, es war eine Riesenhalle und es war auch eine super Atmosphäre dort. Wir hatten echt ein super Team auch. Und daher war das echt ein tolles Erlebnis. Um in so jungen Jahren schon so weit zu kommen, braucht es ein hohes Maß an Ehrgeiz und Disziplin. Und diesen Ehrgeiz, der über ein einfaches Hobby hinausgeht, hat auch der Jugendtrainer des TV Kaufbeuren, Dieter Zimmermann, früh in den beiden gesehen. Ja, das merkt man ungefähr so mit 8. Da sieht man, die wollen eigentlich mehr wie die anderen, sind viel leistungsbezogener, obwohl sie selber vielleicht noch gar nicht so gedacht haben.
Aber man tut dann aber auch schon die eigene Trainingspläne, die man daheim immer schön fleißig mitschreibt, so ausrichten, dass man sagt, man tut es schon auf die Athleten, die auch Judo leistungsmäßig betreiben wollen. Da fielen halt die zwei eben gleich mit darunter. Aber die WM ist nur eine von vielen Stationen im sportlichen Werdegang der beiden Talente. Dieter Zimmermann möchte die beiden am liebsten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sehen. Lisa und David freuen sich erst einmal auf den Altersklassenwechsel und hoffen auf die Teilnahme und natürlich eine Medaille bei der Europäischen Meisterschaft im nächsten Jahr. Da drücken wir die Daumen, dass das Vorhaben gelingt. Ein Vorhaben ganz anderer Art steht beim Auftaktspringen der 64. Vierschanzentournee in Oberstdorf an. Erstmals in der Geschichte der traditionellen Skisprungveranstaltung werden Qualifikation und Wettkampf mit einem installierten Windnetz ausgetragen. Damit ist Oberstdorf nach Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck der dritte Veranstaltungsort mit diesem Windnetz. Das riesige Netz, das an drei 15 Meter hohen Masten befestigt wird, ist aufgrund einer Forderung des Internationalen Skiverbandes installiert worden und soll die Athleten beim Absprung und in der sogenannten Stabilisierungsphase schützen. Aber keine Sorge, das Windnetz ist so installiert, dass die Zuschauer nach wie vor freie Sicht auf das Geschehen in der WM-Sprungarena haben. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit einem ganz besonderen Laden, der viel mehr ist als einfach nur ein Laden. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler-Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Wir bauen auf Holz, mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Kempten St. Mang, gleich gegenüber von einem Supermarkt. Hier arbeitet Micky Gieser in ihrem Laden M1 Coiffeur. Ihr Motto: gute Arbeit und eine gute Atmosphäre müssen nicht teuer sein. 13 Euro nennt man viele Billigfriseur, Billigabfertigung oder sonst irgendwas, ist aber bei uns überhaupt gar nicht. 13 Euro bringt trotzdem die originale Qualität, was eigentlich jeder teure Friseur einfach mitbringt. Das ist bei uns einfach Standard. Wir schauen halt immer, dass jeder Kunde halt zufrieden ist, dass er halt einfach ihren Kaffee halt auch eben beim Haare einfärben, Wartezeit einfach bekommen, verwöhnt werden bei uns und sich einfach mal beim Friseur fühlen. Fühlen, wohlfühlen, das sind die zentralen Begriffe im Laden von Micky Gieser. Neben den üblichen Angeboten wie Schneiden oder Färben gibt es bei M1 Coiffeur aber auch Außergewöhnlicheres, wie zum Beispiel eine Keratinbehandlung. Da wird einfach das Haar einfach wirklich wieder mit Seide und Keratin aufgebaut, mit den Bausteinen eigentlich vom eigenen Haar. Und danach hat man einfach das Grausige weg. Man hat richtig schönes, seidiges Haar. Man sieht es bei meinem, ich habe es bei meinem selber auch machen lassen. Bin total zufrieden, brauche kein Glätteisen mehr, nichts mehr. Die Kundschaft von M1 Coiffeur ist bunt gemischt. Ob groß oder klein, alt oder jung. Micky Giesers Ziel ist es, dass die Menschen gerne wieder in ihren Laden kommen. Und nach dem Besuch möglichst zufrieden wieder nach Hause gehen. Was macht man eigentlich in einem Klamottenladen? Natürlich, Kleidung kaufen. Oder Kaffee trinken, Freundschaften knüpfen, Beratung anbieten. Das ist zumindest die Idee hinter einem Secondhand-Laden, der vergangenen Freitag in Ottobeuren eröffnet wurde. Denn das Geschäft soll als Begegnungsstätte für alle Bewohner der Gemeinde dienen, unabhängig von Alter, Religionszugehörigkeit, Herkunft oder Einkommen. Also die Idee entstand eigentlich aus der Asylarbeit.
Und es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, wo wir das erste Mal diesen Gedanken einfach ausgesprochen haben, man müsste so einen Laden mit einem sozialen Zentrum haben. Also es ist hier nicht nur ein Second-Hand-Laden, sondern wir wollen hier auch einen Ort der Begegnung haben. Und dann haben wir ein Konzept erstellt und dann haben wir auch einen Namen gefunden und der Name ist Aufeinander Zurgau, weil das einfach so passt. Man muss auf die Menschen zugehen, die Menschen sollen aufeinander zugehen, sich begegnen, miteinander sprechen, miteinander einen Tee trinken, einen Kaffee trinken, Spiele machen, auch nur einfach da sein. Das ist uns ganz wichtig in puncto auf der Begegnungsseite. Wir haben hier hinten einen großen Tisch. Einfach nur, wenn jemand mal was trinken möchte, das läuft auch über Spendenbasis. Also von der Verpflegung ganz klein, aber der Tisch, wo man hinsetzen kann, ist groß. Also von dem her, denke ich, passt es. Also es gibt Herrenkleidung und es gibt Damenbekleidung. Jede Größe, also wie in jedem anderen Geschäft auch. Schuhe kann man kaufen, Handtaschen haben wir. Schals, Mützen, Handschuhe, jetzt im Winter natürlich. Und dann hat sich jetzt, obwohl wir erst eineinhalb Tage aufgehabt haben, schon rausgestellt. Also es haben Menschen wohl zu Hause sortiert. Manche haben Haarfarbemittel gebracht, die also noch natürlich original verschlossen ist, die sie nicht mehr brauchen. Das verkaufen wir mittlerweile auch. Gestern war eine Dame da, die hat so eine ganze Schachtel voll Modeschmuck gebracht, die sie nicht mehr brauchen kann. Also das kann man dann natürlich auch alles kaufen. Einfach so rundum. Und ich denke, es lohnt sich auch immer wieder mal zu schauen, weil das Sortiment ist nach oben offen. Jeder kann hier spenden. Also wir nehmen die Kleidung sehr gern von jedem an. Und genauso gut kann jeder hier einkaufen und einfach schauen, ob er hier was findet. Es war auch kein Problem, ehrenamtliche Frauen zu finden, die sich hier engagieren, die gesagt haben, nee, das machen wir, ich komme einen Vormittag oder manchmal auch nur zwei Stunden. Manche kommen wollen jede Woche kommen, andere sagen, nee, ich habe nur alle zwei Wochen Zeit, das ist alles in Ordnung, das können wir einteilen. Bis jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viele ehrenamtliche Hände, die hier anpacken. Wir haben im Moment überhaupt keinen finanziellen Druck. Die Finanzierung läuft zur Hälfte, bezahlt die Miete und die Nebenkosten die Kirche, die katholische Kirche, und die andere Hälfte bezahlt die Gemeinde. Und wir haben auch eine Anschubfinanzierung bekommen vom Landratsamt und von der evangelischen Kirche, die ja auch hier am Ort ist. Und drum haben wir im Moment, also die nächsten eineinhalb Jahre, überhaupt keine Probleme in der Richtung. Im Moment läuft es einfach. Ja, also wir alle, wo das so initiiert haben, sind natürlich stolz und hoffen auch, dass es so bleibt und dass wir Probleme, die sicher irgendwann auftauchen wollen, natürlich auch lösen können. Und ich denke, es läuft. Und das Schöne ist auch bei den Ehrenamtlichen, wir haben Frauen aus Vereinen, wir haben aber auch einfach Frauen, die gekommen sind und gesagt haben, ihr macht da was, ich will da auch. Und die Mischung macht. Wir haben Jüngere, wir haben Ältere und deshalb bin ich bin überzeugt, dass es läuft. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Morgen sehen wir uns dann zum Wochenrückblick von Allgäu TV und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und einen angenehmen Abend.